Ja, hallo, hier ist Napp vom Wolli Schiebling. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie das Ganze bei mir angefangen hat, warum ich bis heute mich nur ums Zocken und Sammeln von so einem Kram und um Computer kümmere und warum das mein Haupthobby ist. Und wie bei so vielen fing es mit so einem Ding an. Das ist jetzt ein Nachbau. The C64. Nicht der Originale. Und die Geschichte ist relativ witzig. Da war ich irgendwie damals so um die 12, muss ich gewesen sein. Und ich habe noch nie was von Computern gehört. Ich habe nie nicht die Spur von der Ahnung gehabt, mich um nichts gekümmert, nicht, also überhaupt kein. Ich war mit dem Fahrrad fahren und Wald rumlaufen, Sachen machen, die Kinder halt machen. Und irgendwann bin ich mit meinem Cousin hier nach in dieses Haus gekommen. Und zwar ist dieses Haus gehörte meinem Onkel. Und er wohnte exakt in dieser Wohnung, in der ich heute wohne. Und dann sind wir hier hochgegangen, wir wollten was trinken oder ich weiß es nicht mehr. Und die Aufteilung war etwas anders. Und dieser Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, also ich, der Raum ist das Wohnzimmer gewesen früher. Ja, und dann war das hier so, wie soll ich das sagen, 70er Jahre, 80er Jahre Anfang, so ein kleines Wohnzimmer, ziemlich düster eigentlich, obwohl hier riesen Fenster sind. Und da, also an der Seite da, wo jetzt unsere jetzt unser Zeug so unter anderem steht, da war so eine Schrankwand, klassischer Gelsenkirchener Barock. Und in der Wand eingelassen war so ein kleiner Fernseher, also für heutige Verhältnisse winziger Fernseher. Und unten auf dem Fußboden im unteren Fach stand ebenfalls ein kleiner Fernseher. Ich glaube, schwarz-weiß war der sogar. Und davor stand so eine Kiste auf dem Boden. Ja, wir kannten Schreibmaschinen. Das war jetzt nicht, dass das irgendwie mich jetzt weggehauen hätte. Ich habe da nichts gesehen. Ich habe halt dieses Ding gesehen, eine Tastatur und keine Ahnung. Und mein Cousin sagte, dann komm, ich zeig dir einen Computer. Ich sag, was ist ein Computer? Ja, dann sind wir da hingegangen. Hier war gerade keiner im Raum, also in der Wohnung. Generell, meine Tante, mein Onkel nicht. Und dann hat er das Teil angeschmissen und das war damals ein Commodore VC20. Hat das Teil angemacht. Und ich habe einen blauen Bildschirm gesehen. Schrift. Ich war schon sehr begeistert, weil ich das einfach so nicht kannte. Und habe dann geguckt, der Fernseher war normalerweise zum Fernsehgucken da. Drei Programme übrigens. Erste, zweite, immer ganz brauchbar von der Bildqualität her. Dritte Programm immer Schnee drin. Das kam ja noch über Antenne, analog. Ja. Und da war auch nur Müll. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir das dann angeguckt und habe gedacht, und was kann das jetzt? Er tippte da irgendwelches Zeug und dann hat er ein Programm gestartet. Ja, wie soll ich das beschreiben? Man hat einfach nur auf dem Bildschirm so Bögen gesehen, die hintereinander angeordnet waren. Einfach nur drei Linien und dann die nächste Linie, monochromer Vordergrund und Hintergrund. Und diese Linien waren dann immer so ein bisschen versetzt gestellt, wie so Bögen. Und dadurch, wenn man die Pfeiltasten drückte, hier unten die Cursor-Tasten, der hat er hier so extra Cursor-Tasten. Dann bewegte sich das blockweise, als wenn man durch diese Bögen gehen würde. Also man sah keine Figur oder so, man sah nur diese Dinger. Ja, was soll ich euch sagen? Ich war geflasht. Und ab der Sekunde infiziert und ich wollte irgendwie auch so ein Ding haben. Ja, das Problem war dann hier,
Das Teil war ja relativ teuer gewesen damals. Und wenn wir dann, ich versuchte bei jeder Gelegenheit hier hinzukommen, wenn wir dann hier drin waren, wurden wir sofort immer gekickt von meiner Tante oder meinem Onkel. Je nachdem, mein Onkel, wenn er gute Laune hatte, zeigte er uns eben majestätisch ein bisschen was, irgendein neues Programm oder so. Und ich war infiziert ab der Sekunde. Das ist natürlich jetzt ganz witzig, weil in der Zeit, wo das so war, dann war ich halt hier immer zu Gast in dieser Wohnung. Dann später, vor 18 Jahren ungefähr, bin ich hier als Mieter eingezogen. Und in diesem Zimmer ist dann später meine Tochter groß geworden. Und jetzt ist es bald unsers. Mein Onkel ist leider verstorben. Und ja. Und heute ist es dann quasi ein Museum für genau solche Technik, genau das, was ich hier zum ersten Mal in diesem Raum live gesehen habe. Und ich habe dann danach alles versucht, an so ein Teil ranzukommen. Alles, um irgendwie so ein Gerät zu kriegen. Meine Eltern hatten auch nichts von Computern gehört und hatten auch keinerlei Interesse und schon gar nicht die Möglichkeiten oder auch die Lust, über 1000 Mark für so ein Ding auszugeben, für so einen Plastikkasten. Und es war dann in dieser Aufbruchszeit, wo es überhaupt damit losging. Und in den Schulen wurden auf einmal ein Computerraum eingerichtet. Und dann gab es 10 solche Geräte in dem Computerraum. Betuchtere Kinder hatten selber zu Hause schon eins. Und wenn wir dann, ich habe mich dann freiwillig gemeldet, um zwischen Nachmittagsunterricht und normalem Unterricht, bin ich dann dahin gerast und habe dann versucht, irgendwas zu machen. Ich kannte das Commodore Basic Buch von diesem Kasten, das Handbuch quasi, so ein dickes Ringbuch, das kannte ich auswendig. Das habe ich mir geliehen und habe das zu Hause alles verschlungen und habe versucht, irgendwie zu begreifen, was man mit dem Ding überhaupt machen konnte. Sprites programmieren und Wahnsinn. Basic. Ja, leider war das dann so, dass man dann, wenn man zu spät kam in der Schule, hatte man auch relativ wenig Möglichkeiten, an so eine Kiste ranzukommen. Es waren halt nur 10 Plätze und die, die zu Hause ironischerweise schon so ein Gerät hatten, nutzten die 10 Geräte jeden Tag in der Schule, um darauf raubzukopieren. Da wurden halt die Programme getauscht bis zum Abwinken. Das heißt, das ging rein, einer hatte irgendwas mitgebracht und dann wurde das auf 10 Rechnern quasi weiterkopiert. Und die waren alle nur am Diskettenwechsel. Datasette, am Anfang noch Kassetten. Da hatte man dann hier, diesen Kassettenrekorder, der wurde hier angestöpselt und dann hatte man da dran so wie die Musikkassetten, die herkömmlichen, und darauf wurden die Spiele hintereinander aufgenommen. Es äußerte, man kennt ja noch das alte Modempiepen, da äußerte sich das dann drin, dass man dann das Gepiepe hörte und dann wusste man, wie lang so ein Spiel war. Dann lief das irgendwie 8 Minuten aus und hat ein paar Kilobyte Daten reingeladen. Oder man musste 17 Mal zurückspulen, weil man den Anfang nicht richtig gefunden hat, beziehungsweise man war am falschen Stück auf dieser Kassette oder es war ausgeleiert und er hat Lesefehler gehabt. Und ja, das war halt schon eine geile Zeit. Und ja, dann irgendwann, wie gesagt, ich war bei Bekannten, die dann, ich wollte Basic programmieren lernen und bin dann beim Kollegen gewesen, habe mir seinen Rechner angeguckt und hab dann, musste man sich aber jedes Mal die neuesten Spiele angucken. Und ja, dann haben wir dann eher gezockt, als dass man es Sinnvolles machen könnte. Und ich habe dann eigentlich zu Hause auf dem Papier, habe ich einfache Basic-Programme geschrieben. Und habe dann, wenn ich die Gelegenheit hatte, an so eine Kiste ranzukommen, habe ich das eingefüttert und habe ausprobiert, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, ob das funktionieren würde. Und das war natürlich alles sehr theoretisch immer. Ja, und dann war irgendwann, hatte ich Geburtstag im April und Osterferien. Und in den Osterferien sind mein Cousin und ich immer bei meinem Großvater und meiner Oma zu Gast gewesen, der hatte eine leerstehende Wohnung in dem Gebäude und da konnten wir da rein und dann haben wir da praktisch, ja, am Anfang haben wir da einfach nur gepennt,
Und am Tag waren wir im Wald oder haben sonst das Zeugs gemacht, was Kinder halt machen. Und tja, ich weiß nicht, ob ich so nervig war, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall ist irgendwie der Wunsch, dass ich so ein Ding haben möchte, ist bei dem durchgedrungen. Und da sind wir, sagt er, komm, steig ins Auto. Und wir sind dann nach einem Laden hier gefahren, nach einem großen Lebensmittelsupermarkt, sind da reingefahren und also hingefahren, reingelaufen. Und als wir drin waren, bin ich dann da durch und dann sagt er auf einmal, da, nimm dir einen weg. Und dann durfte ich mir so einen Kasten aussuchen. Ja, dann habe ich dann das Teil mit nach Hause genommen, also nach in die Wohnung von Opa, in die Zweitwohnung. Und wir haben den aufgebaut. Mein Cousin hat seinen auch geholt. Der hatte mittlerweile einen eigenen. Und dann haben wir da die Kisten, die Datasette. Ich hatte eine No-Name-Datasette, warum auch immer. Die war da mit, anscheinend konnte Commodore nicht liefern. Auf jeden Fall hatte ich eine andere, so ein eckiges Ding von irgendeinem. Da war ja keine große Technik dran. Das war ja einfach nur ein Kassettenlaufwerk. Und ja, dann habe ich die ersten Kassetten, haben wir kopiert schnell und dann haben wir die ersten Spiele zusammengespielt auf dem Ding. Also jeder für sich auf seinem Rechner. Und ich hatte von Opa einen Fernseher, einen kleinen gekriegt, einen alten, den haben wir aus dem Keller gezogen. Ja, Sender suchen und dann angefangen. Das ging 2 Stunden. Was habe ich gespielt? So ein U-Boot-Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall, das ist dann so, wenn man so ein, das kennt ihr vielleicht heute, wenn man ein Spiel lange drauf, ja, heute ist das anders, sind die komplexer, aber wenn man auf irgendwas lange gewartet hat, dann fummelt man 1, 2 Stunden dran rum. Man probiert noch nicht alles aus, man macht einfach das Erstbeste. Und staunt und macht und freut sich. Ja, und nach 2 Stunden habe ich dann gemerkt, ja, langweilig, irgendwas anderes. Und dann habe ich angefangen, ein Basic-Programm einzutippen, einen einfachen Vorgang. Und habe dann festgestellt, dass die Tastatur blockweise so falsch verdreht war. Da war wahrscheinlich irgendwelche Strippen innen drin, verkehrt rum gepolt. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwas hier gedrückt habe, kam Buchstabe von da und umgekehrt. Also war der erste Rechner, den ich je in meinem Leben hatte, war nach 2 Stunden quasi defekt. Also eigentlich war er von Anfang an defekt, ich habe es noch nicht gemerkt. Also wieder zurück, umtauschen. Ja, und ab der Sekunde hat sich jahrelang ist nichts mehr passiert, außer dass ich vor diesen Kisten gesessen habe und habe nichts anderes mehr gemacht. Das ist dann noch weitergegangen. Wir hatten dann Berge von Kassetten, wo wir die Spiele drauf hatten. Es ist übrigens interessant, da machen wir mal eine eigene Nummer rüber, die Raubkopiererei. Ich besaß ein Original. Naja, das ist dann ein düsteres Kapitel in der Geschichte von den Computern. Im Endeffekt der Niedergang von tausenden Softwarefirmen und kleinen Entwicklern. Und dadurch aber auch praktisch die Erfolg des C64. Naja. Und dann kam irgendwann der Wunsch nach einem Diskettenlaufwerk. Wenn man jetzt heute guckt, kein neues System hat mehr ein Diskettenlaufwerk. Das ist Steinzeittechnik. Und komplett PCs, da wurde das irgendwann rausgeschmissen oder war so ein Abfallprodukt, das hat man drin gehabt und das war halt da, aber man braucht das maximal noch die letzten 20 Jahre, um irgendwelche Treiber da rein nachzuinstallieren, die noch auf Diskette dabei lagen, weil Disketten halt nichts gekostet haben in der Zeit. Und beim C64 war es aber so, dass das es gab keine Festplatten. Es gab keine SSD, es gab keine Diskettenlaufwerke, es war alles auf diesen Musikkassetten gespeichert. Und ja, dann ist es irgendwie gekommen, auf einmal in der Schule waren Diskettenlaufwerke auf einmal und dann fing man an und hat davon geträumt, dass man so ein Ding haben musste. Ja, das Teil hat damals gekostet 700 D-Mark. Ja, wenn man den Preis verstehen will, dann müsst ihr euch vorstellen, das entspricht heute ungefähr
Wenn ich das jetzt so vom Preis mit dem Rechner vergleiche, was der gekostet hat und was heute ein PC kostet, das wäre ungefähr der Preis gewesen von einem kompletten PC heutzutage. Also das waren, nee, man kann nicht eins zu eins umrechnen, aber man kann schon sagen, das war exorbitant teuer für das Ding, was es konnte. Selbst eine moderne, super große SSD kostet nicht so viel heute. Und naja, wir wollten das unbedingt. Ich wollte es haben, mein Cousin wollte es haben. Wir waren dann die ganze Zeit am Überlegen und unsere Eltern am Blabern. Und unsere Eltern haben natürlich gesagt, das kannst du vergessen. Ja, und dann war Weihnachten. Da haben unsere Eltern immer richtig einen rausgehauen. Und ja, ich habe mir nichts anderes gewünscht. Ich wollte das Ding haben. Und ich habe aber ja, nicht geglaubt, dass ich es kriege. Aber Hoffnung hat man natürlich trotzdem. Das ist, man versucht natürlich alles. Immer bei jeder Gelegenheit wird das Teil erwähnt und man denkt als Kind, man manipuliert die Eltern sehr geschickt und man denkt, dass man das im Griff hat und dass man das irgendwie, dass man vielleicht eine Chance hat. Und die Eltern wissen am ersten Tag eigentlich schon genau, was das Sache ist und haben überlegt, Ja, meine Schwester hat damals eine Spiegelreflexkamera gekriegt, die war in so einer Foto-AG und wollte das unbedingt haben und ja. Wir hatten halt die Hoffnung. Ja, und das war ein Jahr. In dem Jahr ist das am Boom gewesen mit dem C64, vor allem mit den Laufwerken. Und es war schwer dran zu kommen und die waren halt sehr teuer. Und dann war dann Heiligabend und wir saßen unterm Baum und dann gab es allerhand Gerümpel, was weiß ich, Bücher und was man so alles als Kind kriegt und Kleidung auch, bäh. Und Schuhe und was für ein Mist, was man alles, wo man alles sagt, weg. Heute sagt man, freut man sich, wenn man irgendwie sowas kriegt, aber hey, auch nicht. Ich will gar meine Sachen selber kaufen, will nichts geschenkt haben. Ja, so ein Schrott. Auf jeden Fall bekam meine Schwester die Kamera, da war ich mit meinem Vater unterwegs und wir haben die gekauft. Und die war schon sehr teuer gewesen und ich wusste also, dass ja. Dass ich irgendwie mindestens was Gleichwertiges, die haben uns immer gleich gehalten, dass ich was Gleichwertiges kriegen würde. Und ja, irgendwann waren die Kisten alle weg, die Kartons und die Geschenke, und die Pakete waren alle offen. Und ja, ich hatte irgendwie nichts Großes. Also, ja, langsam hatte ich ein langes Gesicht, glaube ich. Und dann kamen beide Eltern auf mich zu und haben mir gesagt, ja, wir haben alles versucht, so ein Laufwerk aufzutreiben. Keine Chance. Überall ausverkauft. Wir haben alles versucht. Und es tut uns sehr, sehr, sehr leid. Aber du kriegst das. Nach Weihnachten sollen die ersten wieder kommen. Und wenn das so wie die Lieferbar sind, gehen wir los und kaufen so ein Gerät. Und dann kriegst du das. In der Zwischenzeit klingelte das Telefon die ganze Zeit. Dann war mein Cousin, hatte zwei, dreimal angerufen. Ich habe immer noch nichts, wie sieht's bei dir aus? Ja, und dann irgendwann rief er dann wieder an. Ich ging dran, ich war total enttäuscht. Und dann sagte er, ich hab's, ich hab's. Oh, ja, ich sag, meine Eltern haben keins gekriegt, war nicht lieferbar. Waren überall zu spät und ausverkauft. Boah, ich war unglücklich. Wegen einem Diskettenlaufwerk, das kann ich mir heute fast gar nicht mehr vorstellen, weil ich Diskettenlaufwerke hinterher gehasst habe, weil das einfach Schrotttechnik war. Ich meine, es war der Anfang, aber wenn ich am Amiga ein Spiel hatte später, was 14 Disketten hatte und man ist nur am Wechseln gewesen, dann hat man natürlich echt einen Hals gekriegt. Ne? Aktion, klicken, klack, tak, 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 nächstes. Ja, naja. Nur am Wechseln, das war also gar nichts. Ja, und dann sagte mein Vater, hol mir eine Flasche Bier bitte. War Weihnachten. Ja. Ich gehe raus aus der Haustür, Treppe runter, Garage. Gucke, da stand das Bier, eine Kiste. Ich gehe dahin, nehme eine Flasche Bier da raus, gehe die Treppe hoch, komme wieder oben rein. Sagt der, boah, die ist viel zu kalt. Im Schlafzimmer steht noch ein Kasten. Ja. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, Tür aufgerissen. Da stand der Kasten Bier direkt neben der Tür im Dunkeln. Ich den, da oben drauf war eine Pappkiste, ich die Kiste genommen, war schwer, hab die bei meinen Eltern aufs Bett geschmissen, hab eine Flasche Bier rausgenommen, dreh mich um und
denk so, dreh mich zu dem Karton um, den ich gerade weggeschmissen habe. Und da war der große Commodore, das große C drauf, Commodore. So ein Karton. So. Ja. Da war sie drin. Da haben die mich auf die Rolle genommen. Und die haben es, ohne Witz, die haben das 2 Stunden durchgezogen. Ich habe 2 Stunden mit einem langen Gesicht da rumgesessen. Ja. Ich glaube, der Plan war eigentlich der gewesen, erstmal natürlich mich zu locken und mal erstmal die Enttäuschung auszukosten. Das mache ich seitdem mit meinen Kindern genauso. Wobei die natürlich irgendwann runtergerochen haben und heute muss man sich schon echt was einfallen lassen. Die sind ja beide erwachsen und da muss man schon ein bisschen gucken, wie man die noch vernatzen kann und ob. Aber ja, ich glaube, das Problem war dann hauptsächlich, dass ich mein Zimmer im Keller hatte und ich habe mir das Gerät geschnappt und war weg. Und die haben mich dann natürlich des restlichen Weihnachten eigentlich nur noch zum Essen irgendwie ranlocken können, weil dann habe ich angefangen, Kassettenspiele auf Disketten zu kopieren und hin und her und Katastrophe. Das war so ein Traum, das Ding. Das war ja so riesig und das war fast so groß wie das Ding und das war locker dreimal so schwer wie der Rechner. Und wenn ich daran denke, wie geil das war, das Teil anzuschließen und diese Riesenmaschine stand da. Die war vollgestopft mit Elektronik und alles. Hinterher waren die Diskettenlaufwerke so groß und da war nichts mehr drin. Das war nur noch Metall, Mechanik, paar Gummiringe und ein paar Plastikrädchen und so eine kleine Platine. Das war halt einfach so modern und ausgelutscht. Teilweise waren die Controller waren nicht mehr in dem Laufwerk. Der konnte es eigentlich ja nicht. Das war alles auf dem Motherboard. Ja. Und das war dann für Jahre meine Konfiguration, mein Rechner, mein C64 mit meinem 1541 Floppy-Laufwerk. Ja. Und damit fing eigentlich alles an, hier in diesem Zimmer. Ja. Bis heute, ich habe kein Original 1541 mehr, ich habe kein Original C64 mehr, weil das Problem einfach ist, wenn man was sammelt und Sachen behält, dann ja, da muss man irgendwo Prioritäten setzen und muss dann irgendwo gucken, was will ich erreichen mit dem Gerät. Wenn ich jetzt den Aufbau mir vorstelle, das Gerät, ein nochmal so großes Laufwerk, einen ganzen Haufen Kabel, 2 externe Netzteile. Ne, weil meine 1541 hatte ein internes Netzteil. Es gab dann noch die kleine, die hatte ein externes. Aber das ganze Gestrüppe nochmal, eine Kiste mit Disketten. Und im Endeffekt will man eigentlich nur eins machen. Man möchte ab und zu mal so ein Gerät anschmeißen und ein altes Spiel von früher, Archon oder andere absolute Kultspiele, Yuridium, möchte man nochmal spielen. Auf dem Originalsystem, also auf einem C64 quasi dann. Und da tut es dann auch so ein kompakter Klon, der dann heute über USB die Dateien einspielt. Und das heißt, ich brauche nur noch das Gerät und ein Steckernetzteilchen, ein kleines vom Handy und ein HDMI-Kabel und ich bin fertig. Und ich habe nur noch das eine und alle Spiele passen auf einen Stick und dann bin ich auch fertig damit. Man muss halt irgendwo Prioritäten setzen. Genauso werde ich es mit dem Amiga machen. Ich werde jetzt irgendwann so ein Mini-Amiga holen, weil sonst ist einfach der Platz nicht da. Wo will man anfangen? Ja, wir haben hier so viel Zeug und überlegen schon, einen zweiten Raum dazu zu nehmen, um das Zeug unterzubringen. Und ja, deswegen sind diese kompakten Lösungen, das Spielergebnis ist quasi gleichbedeutend. Also das ist, hier haben sie es ganz gut gemacht bei dem Kiste. Die Tastatur da drin, die fühlt sich genauso und hört sich genauso an wie die alte C64-Tastatur, hat auch denselben Druckpunkt und dieses kleinere Ding, was es da gab, wo die Tasten nur Attrappe waren und so, das ist halt nichts. Das muss schon so ein bisschen, Feeling muss schon sein und
der Ladebildschirm und so weiter, das kann man kann also ganz normal wie beim normalen C64 auch starten. Das ist schon ganz gut gemacht und ja, ich habe mal aufgeschraubt. Ich zeige euch das mal irgendwann, wenn ich mal einen Original noch mir besorge irgendwoher als für Fotos. Ich glaube, unten drunter, mein Cousin wohnt unten, der hat, glaube ich, vielleicht auch noch einen Originalen. Ich frage mal. Und dann können wir die mal zusammen aufschrauben. Ich habe hier reingeguckt. Beim Originalen ist das Motherboard, die gesamte Platine, quasi so groß wie der Rechner. Und bei diesem Gerät ist hier in dem ganzen Kasten nur in dieser Ecke was drin. Wie so ein Raspberry. Ist halt 40 Jahre später. Ja, was war euer erstes System? Hattet ihr auch mal den Effekt, dass ihr so geil auf was wart, auf so ein Gerät, dass ihr unbedingt die Welt aus den Angeln heben wolltet, um das irgendwie ranzukriegen? Habt ihr den länger gehabt? Oder seid ihr schnell aufs nächste System gegangen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Wenn es euch gelangweilt hat, nicht. Vielleicht ein Abo. Bei uns kommt noch mehr. Wir haben jede Menge Zeug zu erzählen und zu zeigen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.